Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Bluetooth-Kopfhörer aus dem Hause Holy High. Wenn du noch unsicher bist, ob diese kabellosen Kopfhörer für dich eine gute Wahl sind oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zu den Bluetooth-Kopfhörern werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, bei so kabellosen Kopfhörern handelt es sich um ein regelrechtes Trendprodukt zurzeit. Vielen Leuten ist halt einfach aufgefallen, dass das störende Kabel bei herkömmlichen Kopfhörern nervig ist, wenn sich verheddert in der Jackentasche, im Rucksack oder auch beim Sport, beim Joggen fühlt man sich damit häufig etwas eingeschränkt oder auch im Fitnessstudio zum Beispiel, ja. Und da ist eben der Bluetooth-Kopfhörer sehr in den Trend gekommen, weil du hier ganz einfach kein störendes Kabel mehr im Weg hast, ja. Preislich würde ich diese Bluetooth-Kopfhörer von Holy High hier in etwa ins günstige Mittelfeld einordnen, ja. Das muss aber auch wirklich jeder selber einschätzen, ganz klar. Vom Design her halte ich sie für modern und cool. Das ist aber auch natürlich eine Ansichtssache. So, wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Optimiertes Design, das ist natürlich ganz schön. Vorteil bei Bluetooth-Kopfhörern dieser Art ist natürlich auch die tragbare Ladebox, ja. Hier kannst du diese Kopfhörer nämlich einige Male mobil wieder aufladen, ja, was natürlich echt praktisch ist, was Flexibilität anbetrifft, ja. Das kann sich, wie ich finde, durchaus sehen lassen. Du hast hier IPX7 Wasserdichtigkeit. Auch das finde ich für den Preis echt einen guten Wert, ja. Wie bereits gesagt, preislich würde ich sie persönlich in etwa ins günstige Mittelfeld einordnen. Das muss aber auch wirklich jeder selbst einschätzen. Es gibt unglaublich viele kabellose Bluetooth-Kopfhörer inzwischen auf dem Markt, ja? Also schau da einfach mal, welche am besten zu dir passen, ja? Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis der Bluetooth-Kopfhörer von Holy High beziehen. Und das macht auf mich persönlich einen fairen Eindruck, ja? Und genau, wie bereits gesagt, ein Trendprodukt, vor allem unter Sportlern sehr beliebt, aber auch, ja, bei so vielen Einsatzgebieten, beim Kochen zum Beispiel, wo man kein störendes Kabel im Weg haben möchte, ja? Oder generell sind viele Leute einfach genervt davon, dass sich ihre Kopfhörer mit Kabel in der Tasche verheddern, in der Jacke ständig verknoten, ja? Da haben viele Leute keine Lust mehr drauf, deswegen sind diese Bluetooth-Kopfhörer ein regelrechtes Trendprodukt, ja. Ob du sowas brauchst oder nicht, das musst du natürlich selber beurteilen. Ich halte sie durchaus für ein praktisches Zubehör für Podcast-Freunde und für Musikfreunde. Das Amazon-Angebot dazu verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte. Danke für deine Aufmerksamkeit und alles Gute!